Ui. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Alles Neues auf der Karte Klanschlo von dem Fabi. Hallo, schön. Oh, jetzt läuft es hier flüssiger. So, ich fahre jetzt zurück zum Hof. Und lade den Dünger auf, lade da Kalk rein, dann müssen ein paar Felder kalken. Ja. Kalk hat man auch gerade eigentlich auf alles. Ja. Jetzt musst du hinter mir hergurken. Ah, warte mal. Der kleine Traktor macht sich breit, gell? Das sind immer die besten. Zum Beispiel im Sommer so die kleinen mit 20 km/h machen sich hier am breitesten auf der Straße. Genau, kann ich nicht schieben, ich fahr trotzdem 32. Tja. Da guck mal, kann ich bergauf. Und wenn das Schieber nichts bringt. Das soll ich direkt die Handbremse reinmachen. So. Ich lad die einfach mal hier ab. Oh Gott. Da hat es ein bisschen geleckt bei mir. Bei mir nicht, aber. Ich sag, da könnte man die nicht abstellen, oder? Nein. Das ist langweilig. Junge, zu Hof sieht katastrophal aus. Ich weiß nicht. Der Lager. Ich meine jetzt nicht nur wegen den Big Bags, sondern ein Big Truck steht da rum, der Drescher ist nicht ordentlich angepackt und ist dreckig, der Wald steht nicht vernünftig. Zu wetten, dass die Kalk jetzt nicht umgeschrieben. Was machst du denn? Achso, stellst du dich da hin. Ich kann jetzt wetten mit dir, dass sie Kalk nicht umgeschrieben haben. Irgendwie habe ich das Gefühl. Ja, ich bin runtergeschrieben, aber Kalk nicht hoch. Runter. Kalk nicht runter. Denke ich mal. Ja, haben die sich einfach mal kurz vertan. Ich meine, diese Einstellung kannst du selber tätigen, aber du hast das ja auch mal bei einem JCB oder so gemacht, dass du den mal schneller gemacht hast und dann hat das Spiel nicht mehr funktioniert. Ja, Kalk haben sie nicht runtergedreht. Ja! Boah, ey. Er guckt immer oben links. Haben die das hochgedreht oder was? Nee, das ist runtergedreht. Es ist schon runtergedreht. Na sicher. Das ist ja nicht viel runtergedreht. Nein, mir kommt es einfach nicht so vor, dass es runtergedreht irgendwas hat. Ja, das ist fast nicht runtergedreht, aber. Nur, testen die überhaupt das Spiel oder sowas? Nö. Nein, ja, so kommt es langsam vor. Nee, das Witzige ist, die machen das nicht und sprechen sich ab, sondern der eine sagt, okay, ich mache jetzt das, der andere sagt, ich mache das und der andere sagt, ich mache das. Die sprechen sich nicht ab, das ist sehr ihr Problem. Weil der eine das aus der Abteilung macht und der andere aus der. Die sprechen sich halt einfach nicht ab. Das ist einfach nur das Problem bei Giants. Sie haben keine Kommunikation. Wer weiß denn das? Na, das ist jetzt egal. Alter Junge, wie kann das was? Das nennt man einen Verbesserungspatch. Ja. Es stehen da Sachen in diesen Dingen drin, was sie angeblich gefixt haben. Was denn? Dass der Traktor sich besser anhört? Ja, nee. Dann mach weiter, die Drehzahl ist nur noch höher gestiegen. Ja. Und dass das. Ist gleich geblieben. Zum Beispiel, dass man, dass die Synchro besser sein soll, dass man da, zum Beispiel, wenn man da was mit Bodenbearbeitungsturm macht, dass man das nicht, auch sieht. Nee, hier sehe ich immer noch nicht da, den Weg. Doch. Nee, immer noch nicht, richtig.
die diesen Weg wollen da gemacht haben, bei den Zaun. Das sehe ich immer noch krass. Von da an, oder was? Ja, also von dem, bei der Schafweide und so, da war doch so braun gemacht. So ein Ja. Feldweg. Ja, bei mir ist es noch halb Gras und halb braun da. Ja. Haben sie echt sehr gut hinbekommen. Fetcher. Für sowas wollen sie 50 Euro verlangen? Wie gesagt, deshalb bin ich am Überlegen mit dem anderen DLC. Bestimmt gibt es auch 50.000 Fehler für, von 13 Maschinen nur. Nötig Es ist auch kalt. positiv, finde, dass sie es wirklich reell gehalten haben mit dem Rundballending, dass die wirklich so als Dreierstapel dann ordentlich so abgelegt werden. Das finde ich positiv. Das ist schon das Einzige, was da positiv ist. Ich will aber nicht die Konsole sehen und alles. Das ist eigentlich peinlich. Als Entwickler bekommst du es nicht auf die Kette, einen vernünftigen Alice raus und bringt ohne irgendeinen Fehler. Mit Standardmaschinen. Dann lass mal den Starter gleich mal probieren. Also mieten und dann. Zum Beispiel, du hast ja mal eine Vermutung gehabt, das geht nicht so, weil dann wegen den Hügeln alles. Nee, hat da nicht gelegen. Das ist ein genereller Multiplayer-Fehler. Achso, was sonst würde ich sagen, in echt passen die sich auch an. Ans Ja, aber nee, Gelände. das war ein genereller Multiplayer-Fehler. Achso. Weil ich habe den im Singleplayer ausprobiert, da lief der, und dann habe ich den eine halbe Stunde später oder so mit dir im Multiplayer ausprobiert. Hat er alles liegen lassen. Der war im Singleplayer auch nicht sauber, ja. Aber er war sauberer als im Multiplayer. Hey. Ja. Wo haben wir die Spritze hingemacht? In die Halle, wo der Bison steht. Kleiner Drescher. Ach so, ja. Okay. Ich stand eigentlich mal anders da drin, aber dann hat Die zum Aussie mal sein was? Zulader da weggeparkt und dann mit dem stehe ich wieder so schief drin. Wo, was? Ja, Wieso? Ich hab die da nicht so reingestellt. nee, habe ich auch nicht. Ich habe die da gerade reingestellt und dann hat aus dieser Teleleiter aber abgeparkt und irgendwann stand die dann so da. Okay. Ne? Weiß gar nicht. Ursprünglich stand die ja mal da, Nee, wo war der ich. Kalkschreiber steht. Stande. Ah, Oder aber steht. ich habe die halt da hingestellt und dann. Ja, der Ossi natürlich, ne? Ich Muss der Ossi natürlich. gewesen sein. Natürlich. Sein Chef auf neben Manitou falsch abgeparkt. Manche stand schon da von Anfang an hier drin. Weil ich beim Abparken. So, Feld 16 muss ich. Gut. Du hast die Wiesen gar nicht gedüngt. Nee. Haben wir noch nie gemacht. Einmal habe ich es gemacht, direkt nach der Ansaat. Oh, naja. Was denn? Doch. Er gedacht, oh nee, ist ja schon wieder. Diese Pultnerfahrer, ja. Ich hab das schon vermisst im Vergleich zum 10-15, ne? Muss man sich erstmal daran gewöhnen, dass man hier nicht 500.000 pro Ernte einnimmt, sondern nur 50.000.
So, Abfahrt. So. Muss den Bergmann umschreiben, der noch eine Anhängerkupplung hat, dann ziehe ich zwei Bergmann hintereinander. Na, natürlich. Und Was dann würde ich ist. damit auch in die Kurven kommen. Ich sitze da so vor, so. Fünf, statt fünf Boah. Agroliner. Oder Also fünf müsst ihr Krone. jedes Mal zum Abkippen müsst ihr einen auseinanderkuppeln. Ja, oder die Krone. Küppe, Oh also. ja, das ist eine gute Idee. Na gut. 5 mal 150 klar, ne? Alter. Wenn auf der Engel Marsch geht, da kannst du es machen, aber hier bei den Ernteeinnahmen vielleicht ein bisschen mager. Na, das haben wir auch hier noch nicht so viele Felder haben. Sieht auch daran, dass wir hier noch nicht so viele Felder haben. Ja, noch wenn er es macht, haben zwei Felder so viel wie hier alle, aber. Ja. Also, hier dieses Unkrautmützel geht auch langsam runter. Das ging schon immer so. So. Mich würde echt interessieren, ob das wirklich realistisch ist. Ja, gut, Muss mal kannst du nicht nachfragen. sagen. Kannst du nicht sagen, weil das ist ja unterschiedlich. Ja. So grob. Na gut, das kannst du natürlich. Kauft man sich einfach hier ein Feld mit 1 Hektar, fragt man einfach irgendwo nach. Wie viel verbrauchst du ungefähr? Könnt ihr echt nachfragen. Warte, wo sind die da? Lala. Das war ein Baum eventuell. Alarm ist aus, macht trotzdem das Geräusch, jetzt aber an, wer? Super, fix. Jetzt kommt es wieder, das liegt bestimmt weiß, weil ich das gemacht habe. Nee, das liegt nicht an dir, das liegt einfach fix von Giants. Ja, weil ich habe ja da an den Zahlen ja gar nichts umgeschrieben, habe nur was. Bloß nur umgeschrieben, wie viel der kostet, damit man einen hat, der. Und glaube, da geht auch weniger rein, oder keine Ahnung, was. Nee, mehr hast du nicht umgeschrieben, das ist nur der Preis umgeschrieben, das war's. Achso. Ich wollte einen machen. Achso. Lalalala. Ich wollte einen machen, eigentlich. Ich wollte eigentlich mehrere Versionen rausbringen, so wie das, keine Ahnung, mehr reingeht oder irgendwie sowas. Oder hab ich's auch gelassen, was eigentlich. Ey, bin bei 3,3 GB, finde ich nicht cool. Ich finde es nicht cool, dass ich bei 15,7 bin. Ich habe doch 400 GB frei von der Festplatte, ja. Ich habe immer noch 474 frei. Ich habe doch eine zwei externe, also noch einen Und ich glaube, USB-Stick. wenn ich dann meinen PC tausche, wie viel ich dann frei habe, dann habe ich glaube ich wieder meine volle Festplatte frei. Ja, dann installierst du alle Spiele dann nicht mehr. Installiere ich dann ja auch nur das, was ich brauche. Weil hier habe ich ja sämtlichen Müll von irgendwas, was ich mal ausprobiert habe oder so, habe ich hier theoretisch noch drauf. Also, und wenn du zum Beispiel so im Programm deinstallierst, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir dauert es immer Ewigkeiten, Alter. Geht. Oh ne, ist nicht so eine Abfuckung. Ey, was war das gerade? Aber Leute, ich sage, das war's für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mir doch schauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Schaut auf jeden Fall beim Fahrt vorbei. Bis dann. Ciao.